Glück auf und herzlich willkommen zurück bei Child of Light. Ich würde mal sagen, selbe Stelle, selbe Welle. Und wir gucken jetzt erstmal, was der Typ so an Skill hat. Alter, 3 Runden lang 30% weniger Schaden, ich kürbel dich an. Stärke ist immer gut. Ne, geben wir den mal. Und ich habe meiner Schwester Okuli gegeben. Diese Bitch. Elektroschaden. Diese Bitch. Ich hasse sie. Erhöht die Chance auszuweichen um 10, wenn die Verteidigung eine Runde andauert. Verringert Magieschaden um 15. Klingt natürlich nicht schlecht. Wer Angriff während der Vorbereitung eines Zauberangriffs auszuweichen. Das ist immer nice. Nehmen wir mal das. So, wir kommen jetzt darüber. Wir haben noch keinen Igniculus mehr. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn wir jetzt hier oben aufhalten oder ob das. Oh, da ist ja schon wieder ein Briefchen. Ich würde sagen, wir machen in dieser Folge mal eine kleine Lesestunde und lesen uns die 3 Briefe, die wir jetzt gefunden haben, erstmal durch. Ja? Ich hoffe, das ist okay für euch und darum tue ich das jetzt. Die Feder kratzt, den ersten anzugreifen. Der Tintebar stirbt. Der Tintebar stirbt manche Linie aus. Zeilen zerfließen, verschandeln das Haus. Andere auf ewig in die Ferne schweifen. Einige bluten, gewandet wie Leichen. Vater über Sohn, nur selten mal Frauen. Felder sich zu zweit zum Sterben aufbauen. Alles brennt, als sie den hohlen Pack zeichnen. Stets Staumbam. Staumbam. Ja, alles klar. Stets Stammbaum, Vertrag und Schlachtplan sich gleichen. Irgendwer muss immer der Gewalt weichen. Verraten unser Haus mit kaltem Herzen. Familie streicht Familie für die Krone. Tinte tropft aus Papier, ihnen zum Hohne. Der Giftgestift pflanzt einen Wald aus Schmerzen. Dann haben wir hier noch 2. An Herrn Elme vertraulich. Ich bin nicht sicher, ob hier überhaupt irgendwer Englisch versteht. Ich denke also, dieser Brief ist sicher. Ich habe Balthasars Buch gefunden, nachdem sie verschwunden sind. Die Polizei hat die Suche nach ihnen eingestellt. Aber ich weiß es besser. Ich bin ihrer Spur gefolgt, aber so etwas hatte ich nicht erwartet, nicht im geringsten. Das war ein Geräusch. Ich fürchte, es kommt jemand. Ich schreibe später. Sophie Ashton Ellis. An Herrn Elme, vertraulich. Letzte Nacht hörte ich im Wald wieder seltsame Geräusche. Ich habe Angst, dass mir jemand aus dem Club gefolgt ist. Ich habe eine Hütte gefunden, genau an der Stelle, an der sie im Buch gezeichnet war. Wo sind sie? Sophie Ashton. Allein schon dieses Bild von diesem Baum. So, wir hatten jetzt hier oben, genau. Ich komme halt jetzt. Oh, nicht darüber. Das stirbt nicht. Zack. Mussten wir jetzt da oben lang? Okay. Eine Wache. Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Naja. YOLO. Alter, ist das viel heftig. Achso, ich will immer Igniculus steuern, aber ich habe ja gar keinen.
der arme Kniekolos. Das scheiß Telefon! Es geht mir so auf den Sack! Alter, 400 Critical. Das ist heftig. Leute, ich muss hier mal einen kurzen Cut machen. Ich bin gleich wieder für euch da. Bis gleich, tschüss. So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Child of Light. Ich meine natürlich, ich bin wieder zurück bei meinen Freunden und Verwandten. Ich werde jetzt mal gucken. So. Okay. Ich habe nur schnell mal jetzt hier was nicht ganz so Wichtiges geguckt. Ich werde jetzt schnell mal wissen, ob ich hier unten, wie ich hier vorbeigekommen wäre. Gar nicht, gell? Toll. Gar nicht. Wir haben hier gar nicht rundherum geguckt. Ob hier noch irgendwas ist. Ach, da kommt man gar nicht rüber. Ja, gut zu wissen. Das Teil nervt mich, weil ich da nicht hinkomme. Ah, haben wir nicht noch so welche im Inventar? Verteidigung? Der hat hier noch. So, Tempo. Alter, 62 Stärke. Okay, er braucht noch ein bisschen mehr Tempo. So. Genau. So. Ich will ja nur die Lebenspunkte. So. Wieso hat man hier keine Knikolos? Weißt du? Das sind jetzt diese ganzen Items, die man nicht mitnehmen kann. Hui! Okay, hier kommt man nicht durch. Es ist alles so düster. Überall. Ah, nein! Genau in dem Moment hat er sich umgedreht. Scheiße. Mit Aurora erstmal einen ganz normalen Hieb. Denn jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass er angegriffen wird, geringer. Hoffe ich mal. Ja. Also, ja. Alter. Das einfach mal ist. So. Verteidigen. So, die können jetzt schön kurz hintereinander angreifen, ist mir egal. Wenn sie es tun. Alter. 42 ist doch. 42 ist doch gar nicht für den. So. Und so. Und, ach Alter, nochmal 200, ey, das ist so heftig. Naja, Alter, trotz Rüstung 85. Ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht ist doch nur eine Magierüstung, weiß man ja nicht. Ey, das finde ich jetzt nicht okay. Er versteckt sein Gesicht hinter einer Maske. Wieso tut er so etwas? 85. Jetzt kommt hier wieder ein 200er. Bam. Komm, Critical. Schade. Alter, 236. Das Vieh ist so heftig. So der Hammer. So der Hammer. So, jetzt müssen wir schnell nochmal. Fertigkeit. Verteidigung. Verteidigung. Und hier haben wir da Lichtstrahl und Gegenangriff. Gut. Machen wir das da unten weiter. Hey, hier kann man ohne die Knikolus doch überhaupt nichts verändern.
Welch monströse Maschine! Es kann nie... Was? Ich kann sie nicht bedienen mit der Kraft meiner Hände. Wie ihr bin ich Gefangener der Nacht. Muss ihr dienen bis an mein Lebensende. Wir brauchen Licht. Ist... Ach, welch Nikolus doch da? Die Nikolus? Mein teurer Freund, ein Glühwurm. Durchsucht die Zellen, fern und nah. Dort sind Gefangene aus des Mondtempels Turm. Hilfe, so hilf mir doch. Ich Nikolus, bitte. Nein, alle Gefangenen. Keiner entkam. Was habe ich nur getan? Ja, alle gefangen. Aurora, hier oben. Ich bin hier drin. Lol. Achso, das ist jetzt geöffnet geworden. Geöffnet geworden. Ich Nikolus, Gott sei Dank. Aurora, du bist wieder da. Entschuldige, dass ich von euch ging. Jetzt machen wir weiter. Hurra! Auf hin. Aurora, bist in Geist? Nein, ganz sicher nicht. Hurra, ich wollte tapfer sein, aber... Deine Schwester warf uns ins Verlies, ganz ohne Licht. Kopf hoch, Finn, meine Schwester ist das nicht. Ich will doch nur darüber gehen bis zu dem Teil, Alter. Robert! Aurora, hast du deinen Plan geändert? Eine kleine Fehlinvestition, mehr nicht. Robert, ich bin so froh, dich zu sehen. Meine Aktien gewinnen wieder an Gewicht. Ich schaffe immer nur einen Schritt, verdammt. Rubella! Kleine Dame, welch erstaunlicher Verschwindetrick. Dafür ziehe ich den Hut vor dir. Bereit, mit der Schau zu beginnen? Absolut, mach dich bereit, gleich kämpfen wir. Es ist noch Tristis. Welch glückliche Wendung des Schicksals. Täuschen mich meine Ohren hier? Meine Freude wäre nicht lang. Glaub, währt nicht lang. Glaube mir. Bringen wir es für die Nachwelt auf Papier. Tristis hat sich der Gruppe angeschlossen. Was ist das für ein Geräusch? Das ist ein ganz komisches Geräusch im Raum, Alter. Yay, wir haben wieder Nikolus. Oh. So toll. So toll. Diese ganzen Totenköpfe hier überall. Heftig. Ein geschliffener Saphir. Und wie gelangen wir nun hinaus? Am besten rollt ihr erst die Kette aus. Iki Nikolus, befrei uns aus dieser Lage. Ich wollte doch noch da hoch. Mein Licht ist bereit, keine Frage. Ich will nochmal da hoch. Weil, wie ihr wisst, war da ja noch das Teil. Wo ist es hin? Ach hier. Hä, ja, nee, das ist jetzt anders. So, ich komme doch, ich komme von hier, okay. Und dann ist auch noch sowas Wertvolles drin, nein, nice. Oh. Eieiei, war das knapp. Ja.
Ich nehme euch ins Visier. Alter, was ist das für ein Hundevieh? Naja, YOLO. Und zack. 24! Also, es ist eine coole Zahl, aber jetzt klingelt das auch noch an der Haustür. Leute, ich bin nochmal ganz kurz... Ach, scheiße. Doch, ich kann Pause machen. Ich bin nochmal ganz kurz weg. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Back to the roots, würde ich mal sagen. Alles schön blenden hier. Sehr gut. So. Kategorie. Und... komm, mach mal einfach nur nochmal einen Hieb. Oh. 24, okay, ja, immer noch. 9. Euer Ernst. Euer fucking Ernst. Wieder so übelst viel Schaden und ich. Ja, genau, wir sind geslowt. Genau, geil. Feier ich gerade überhaupt nicht. Jetzt Sterndicht gegen alle schön hier, ey, weißt du? Und dann gucke ich mal, was er noch für Attacken hat. Ich habe gedacht, mach sie hier schön erstmal jetzt ein. Mach sie jetzt schön erstmal beide fertig. Sportrüstung, Rüstung der Titan. Donnerschlag. Wird schon. Ja, verwundet. Verwundung durch Licht. Und was hat das jetzt gemacht? Nichts. Es hat nichts gemacht. Alter, war das Blut! Das wäre heftig, wenn das Blut war. Alter, Aurora weicht einfach mal allem aus. Das ist so heftig, was die hier gerade macht. Flosse halt vorbei, ist mir auch egal. Scheiß Hund, ey. Drecksköter, bitte geh nicht auf Aurora. Es war so klar. Es war so klar. Vielleicht einmal nicht aus, weißt du? Geil. Einfach scheiße ist das. Einfach richtig scheiße. Ja, genau. Er ist jetzt auch schon wieder im Critical. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Jetzt macht das Vieh fertig, Alter. Ja, geht, Alter. 236. Oh, ich hatte die ganze Zeit den linken Trigger gedrückt, aber müsste ich einfach nur... Oh, oh. Slowen. So, und jetzt schön hier nochmal aufsammeln. Schön alles aufsammeln. Ja, geht auch ohne den einen Wunschtraum, ich weiß es nicht mehr. Ich bin immer noch in derselben Aufnahmephase wie vorhin. Einfach mal YOLO-Lichtstrahl. Gegen die macht er 236 Schaden, aber gegen dieses scheiß andere Vieh nur 24. Also, 24, aber... Trotzdem. 58!
Level 30. Schon ein bisschen heftig. Sind jetzt alle aufgestiegen, ja. Oh, Alter. Sogar er ist aufgestiegen. Geschliffenes Merak. Neue Fertigkeit. So, bei ihr. Ausweichen. Er nicht, er nicht. Er hier. Verlängert die Dauer jedes Zaubers um eine Runde. Passivfertigkeit. Achso, okay. So, bei ihm hier. Was bringt eigentlich das Verspotten? Zieht die Angriffe aller dunklen Kreatur 4 Runden lang an. Nice. Was ist dann das hier? Gewaltig erhielt er eine Chance von 20% aller dunklen Kreaturen auf Zeit, lässt um 20% zurückwirft. Was ist das? Kuss des Todes. Tötet eine dunkle Kreatur mit einer Chance von 10% sofort, das ist eine passive Fähigkeit. Und hier wären es dann 15%. Naja, besser als nichts. Okay. Bei ihr hatte ich jetzt schon. Achso, bei ihr haben wir jetzt nichts. Hier können wir noch ein paar Okuli machen. So. Okay, da passiert nichts. Ich müsste, glaube ich, den hier und den hier, oder nicht? Na gut, dann eben nicht. Na gut. Oh! Hey, Schummerlicht, bist du ein Geist? Ich bin Fidel und fidel und warm. Bist du noch ganz dicht? Welch traurige Geschichte. In finsterster Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach du liebe Zeit! Ja, ich würde sagen, hier machen wir jetzt erstmal Ende im Gelände. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Könnt ihr mal eine Bewertung da lassen, wenn ihr wollt. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.